Moin moin Freunde, Freunde und willkommen zu diesem neuen Daily Vlog. Ja, ihr seht es an meinem Outfit. Es ist wieder Prime League Spieltag. Spandau startet heute ihre Rückrunde gegen Schalke. Und ja, sie stehen ja mit 7:2 auf Platz 1 und kämpfen mit Schalke um die Tabellenführung. Also, ja. Wäre natürlich einerseits schön, wenn Spandau gewinnt, aber auf der anderen Seite ist es besser, wenn sie jetzt im Split strugglen, als dann nachher in den Playoffs. Und genau, das Game gucke ich mir nachher an und ja, jetzt muss ich aber noch zur Arbeit vorher. Und genau, dort fahre ich jetzt hin und ich nehme euch so gut es geht mit durch den Tag. Bis gleich. Ja, und ich kann es nicht so gut einfangen, ein Video, aber es regnet draußen. Ist ein bisschen nervig, aber kann man nicht ändern. Und in diesem Sinne muss ich jetzt los. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder zu Hause angekommen. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, der Prime League Livestream läuft schon. Gleich spielt Eintracht Spandau gegen Schalke. Und genau, ich präsentiere euch jetzt die Hymne. Wo die Havel kreuzt die Spree, von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt. Und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Let's go! Ich gehe davon aus, dass Spandau sich nach ihrer Losing Streak wieder fängt und sie jetzt einen Win holen werden. Bis gleich. Nash-Vorgang gespottet hat. Dadurch ist man rechtzeitig dazugekommen und am Ende des Tages war es der Fight Eintracht-Spieler, diesen Nash zu machen, weil sie behind waren. Und hier räumt jetzt einfach von vorne nach hinten diese Brand-Explosionen gehen durch den Teamfight durch und jeder kriegt am Ende des Tages dagegen. Nein! Wenigstens strugglen sie jetzt und haben dann hoffentlich wieder genug Energie für die Playoffs. Und das Game ist noch nicht over. Vielleicht gewinnen sie es ja noch. Und können es irgendwie turnen. Yes, let's go. 1000 Gold Shutdown für Funky
Schalke geht aber auf der Bottom weiter. Ja, die haben da gesehen, okay, dieses Play ist für uns nicht wirklich angreifbar. Wir müssen aber gucken, dass sie sich nicht so weit nach vorne wagen, denn wir haben 40 Sekunden keinen Sack und der Play kommt von Spandau. Allerdings Lilip auch down, man ist in der 4-4-Situation, Mauer kann keine Ulle. Auf Ibel setzt aber trotzdem den Turm auf, sagt man, geht für eine flashige Edge, die fahren das nur auf ein Ziel. Trotzdem Pego Funky jichtet mal wieder kurz. Und auf Ibel hat nicht mehr den nötigen Schaden, ist geplatzt, Funky geht. Nein! Und das könnte schon gewesen sein, Twist geht durch. Spannung ist geengt! Da ist eine Wave in der Midlane, es ist nur Lilip für 30 Sekunden, was traut man sich hier? Oder ist es vielleicht sicher? Die Mountain Zone in 30 Sekunden für die Schwandau hier dann keine Chance mehr zu gehen. Man darf dabei natürlich nicht vergessen, der Jax, der da noch lebt, meine Damen und Herren, das ist nicht der Toplayer. Das ist der Supporter. Und mit Ivan an der Seite hat man quasi zwei Supporter, die am Überleben waren. Können wir kurz drüber reden, dass Twist quasi die gleichen Items hat wie Vertigo? Also er hat bessere Items. Ja. Bessere Items. Das ist so elegant. Er hat 3800 Gold auf der Supportposition, aber da sitzt Sacke nochmal ein. Der jetzt versucht gegen den Supporter. Lilith soll einfach runtergerannt werden. Sacke hat 3 Attack Speed Items am Start. Das ist genügend Damage, aber VW bekommt noch dazu. Lilith lebt dank des Flashes. Auch der Teleport kommt durch. Tschüss, finisht aber sein Support kommt rein. Das ist Vertigo, der dazu gefordert ist. Überfall, jetzt aber trotzdem bei Eintracht Spandau. 30 Sekunden ist Spandau in Unterzahl. Fühlt es sich so an, HSV-Fan zu sein, wie jetzt gerade ich mich fühle als Spandau-Fan? Es läuft halt irgendwie gar nichts so, wie es soll. Und nichts in Favor für Spandau. Was kann man hier noch auf Funkys Seite machen? Er wird runtergecheckt, es ist 4 gegen 1. Er wird hier vielleicht nochmal rauskommen, aber das Game, das kann er nicht mehr retten. Nein. Naja, das war's. Spandau hat leider verloren. Aber, ja, wie gesagt, besser sie strugglen jetzt im Regular Split, als dass sie in den Playoffs strugglen. Also ja, bis gleich. So, Freunde, ja, Spandau hat ja, wie ihr schon mitbekommen habt, leider ein Loss gehabt gegen Schalke. Aber ja, wie schon erwähnt, ist es besser, dass sie jetzt im Split strugglen als nachher in den Playoffs. Was ich richtig cool fand, war, dass im Losers-Interview Funky die Frage gestellt wurde, ob Eintracht Spandau jetzt eine Krise hat, und er antwortet nur, nö. Und das finde ich richtig stark. Ja, was ich auch stark fände, wäre, wenn ihr meinem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, ich verabschiede mich in diesem Sinne von diesem Vlog. Hoffe, er hat euch sehr gefallen. Und ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Spiel jetzt noch eine Runde League of Legends und sag ciao, ciao. Bis zum nächsten Vlog. Macht's gut.